So, was mir jetzt übrigens aufgefallen ist, ich glaube, dass die Stelle, an der die Brücke da ist, ist die gleiche, wo ich meine Todesbrücke habe. Okay. Also, bis das Ankaufslager voll ist, ich glaube, man braucht dafür das Bäcker des Typs 3. Schauen wir dann mal. Gut. Bin wieder da, habe wieder neu geladen. Jetzt probieren wir das einfach nochmal. Ah, weil ich gerade dabei bin. Werde ich schon mal vorbereiten. Wow! Was war das jetzt? holy moly. Okay. Das Spiel hat keine Bugs, sind alles Features. Also, langsam nach hinten. Geht nach wie vor nicht. Also, machen wir die Weiche neu. Also, einmal Abrissbirne. Braucht es vielleicht hier einfach mal ein Stück dazwischen noch? So. Links. Ist halt Beta, mach Boden eben. Ist ja beides geht hier eben. Ich probier's jetzt nochmal so. Aha. Jetzt sind wir hier weiter vorne. Machen wir erstmal das da. So. Und dann wieder sperren hier. Diese super Drehscheibe hier. Komm, hau jetzt. Komm, lock dich. Danke. Gut. Dann der Spaß. Aber ich glaube, da komme ich ja so. Du machst weiter nach vorne. Aber abreißen. Damit 30 hin, nee, ne? Da muss noch mehr weg. Ja, so langsam, aber du musst noch weiter vor. Jetzt da verbunden? Nö. Komm. Schön ist was anderes. So. Ist die Weiche jetzt richtig gestellt?
Ja, ist sie. Da fehlt der Zapfen. So. Probieren wir es nochmal. Na, komme ich jetzt drüber? Wieso? Was ist dein Problem? Frag mich grad. Ob ich hier das gleiche Issue habe. Mal testen. Ach so. Nee, hier habe ich das Problem nicht. Nicht. Wo ist die Anschlussstelle? Da vorne. Ich meine, da macht er nicht diesen Verbindungsstück da rein. Macht er auch da nicht, aber er lässt mich da nicht rein. Super. Hier irgendwelche Bahndämme hier. Gut, dann ziehen wir halt mal einen Damm hier. Weiche nach links. Mach mal die andere Weiche da. So, an der Bahndamm. Lesen wir das hier nochmal an. Probieren wir es nochmal. Das ist eh schon richtig. Ich glaube, wir müssen aber... Ja, wir müssen da nochmal Holz nachlegen. Gut, jetzt passt's. Komm, geh zu da. Was? Noch das wird wieder nix. Schau mal. Vorwärts. Ganz langsam bitte. Wow! Holy shit! Wir waren noch nicht mehr über der Stelle drüber. Wow!
Was ist denn mit dieser Weiche? Ich versteh's echt nicht. Ja, das kann's doch nicht sein, oder? Doch nichts falsch hier. Oder stört dich das Gleis hier irgendwie, dass ich das da zuerst gelegt habe? Wisst ihr was? Ganz ehrlich. Jetzt machen wir es anders. Ich reiß den ganzen Geschmür hier ab. Mach ich sowieso jetzt erstmal nicht. Das mache ich mal anders. Tschüss. Komm, Pause jetzt. Verdammt. So, Problem gelöst. Ey, aber wer ist jetzt wieder da im Gleis? Aber dann. die arme Lok, ey. So, einmal aufgleisen. Hätte ich gern andersrum. Ah, nicht so. So. Einmal einsteigen. Kann ich auch mal wieder machen. So, alle guten Dinge sind viele. Und schauen, was jetzt passiert. Alter, ich werd wahnsinnig. Was ist denn hier? Also, dann war es nicht die Weiche, dann ist es... Muss hier irgendwas sein, was die jetzt echt kacke findet. Alter Scholli, das kann's doch nicht sein. Das gibt's doch nicht. Hier irgendwie... Geistergleis oder so, sowas hatte ich schon. Kann es ja nicht sein. Ich meine, da war ja jetzt ein Unterboden da. Also, Gleisbett so. Okay. Anderer Versuch. Wir machen das jetzt mit einer Steigung. 2 da Grad. So. Haben wir hier Grad. So. Und dann irgendwie da so rüber. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Nicht das jetzt hier neu machen. Gut. Jetzt baue ich mal das Teilstück da. Und dann werde ich da gerade mal drüber fahren und mal gucken, ob sie mir dann gerade wieder entgleist.
Gut, testen wir das mal. Okay. Das funktioniert. Geht's auch in die andere Richtung. Das funktioniert jetzt. Okay. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob wir da irgendein Geisterzeug weggemacht haben oder ob es jetzt wirklich nur der Damm gewesen ist. Verstehe es nicht. Naja, jetzt funktioniert's. Dann müssen wir das jetzt hier wieder angeschlossen kriegen. Irgendwie so. So, und da vorne müssen wir jetzt irgendwie wieder runterkommen. Drei Maschinen. Also ganz trifft es nicht. Ich glaube, ich mache es von der Seite aus. Es kann auch ein Stein gewesen sein, der da lag im Gleis. Hätten das simuliert? Also ich habe jetzt zumindest nichts gesehen. Okay, gut. Jetzt tun wir das, was ich eigentlich tun wollte. Das ist schon kommen. Da fahren wir da hinten. Der Gleis ist da hinten. So, einmal ankuppeln. Oder die Pflanze. Ich meine, bei der Physik in dem Spiel ist alles möglich. Okay, reicht es schon? Sollte. Okay, dann kontrollieren wir die Weiche da hinten, damit, dass ich dann da wieder eine Entgleisung habe. Das sieht richtig aus. Gut, Bremsen kontrollieren, dass die nicht angezogen sind. Ups, nach links. Scheint okay zu sein. Ah. Das auch. Cool, wir sind zur Abfahrt bereit. Finally! Ab zum Holzfäller. Aber Piano.
Nein! Wir haben Fracht verloren. Jetzt geht's zu vermeiden, dass die voll auf uns auffahren. War der nicht richtig angekuppelt? Ich guck mal nach. Ich meine da. Scheint drin zu sein. Oh. Bin ich. So. Hier ist drin. Kriege ich den Pin jetzt hier so rein, weil ansonsten braucht es da meistens einen Abstand. Ja, ne, kriege ich natürlich so nicht rein. Gut. Bremsen anziehen. Besser ein bisschen nach hinten. So, das sollte reichen. Und wieder ankuppeln. Gut. Na, komm, machen wir rein jetzt. Geräusch war schon mal richtig. Bremsen wieder lösen. Mal kontrollieren. Hier ist drin. 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 Hier sowieso. Okay. Weiter geht's. Wir brauchen aber Holz. Wir müssen Feuer noch. Stimmt noch. Wird er jetzt wieder doppelt? Ja, natürlich. So, komm, geh zu da. So. Das Ding macht so einen Satz. Bin immer gar. Die sollte auch noch richtig gestellt sein da hinten. Mal beobachten. Ja, sehr gut. Eben ein von die von denen habe ich da schon gekauft. Ich bin mir nicht sicher, ob der mit Scheitholz geht. Der Wagen da. Müssen wir da mal gucken. So, da hinten geht es jetzt dann gleich wieder nach unten. Und wenn ich es noch richtig im Kopf habe, müssen wir die nächste Weiche stellen, ansonsten fahren wir falsch. Ich muss jetzt gleich da vorne sein, ich werde mal kurz aussteigen.
Ja, sie ist auch falsch. Gut, dann werden wir die mal gerade richtig stellen, weil dann kommen wir gerade richtig an. Gut, wenn wir dann ein bisschen vor- und zurückfahren, dann ist die Fahrstraße ja eigentlich schon gestellt. Wir müssen uns nur irgendwo einen Wasserturm günstig hinstellen. Alles sehr gut aus. Aber jetzt ist auch nochmal steil. So, wir sind da. So, jetzt schauen wir mal wegen dem Scheitholz. Das müsste ja dann hier sein. Ja, genau, Scheitholz. Ja, wie gut, dass ich hier schon ein Gleis gelegt habe. Da komme ich nicht durch. Doch, komme ich. Wie schauen wir jetzt da hinten aus? Ja, 2,5 Wagenlänge, würde ich sagen. Müssen wir da noch nach hinten. Ungefähr so. Schauen wir mal. Nö, aber jetzt nur mal zum Testen, ob er das schon erreichen kann. Vermutet man nicht. Nö. Eine Baumstammlänge. Da war es jetzt super, wenn wir zu zweit wären, ja. Sagen, ja, ein bisschen weiter nach vor. Ich hätte auch ganz nach hinten fahren können, dass ich mit dem, da beim zweiten stehe, dann nach hinten ziehen. Ja, jetzt glaube ich, soll es gehen. So, einmal du und einmal du. Nice. Funktioniert. So, wegen an Level und Geld. Was? Minus 368? Wieso bin ich in dem Minus? Ging das? Mit dem Aufgleisen? Oh shit, ja, ich muss hier glaube ich ein paar Mal fahren. Mit dem Holz. Oh shit. Ja, ich überlege mir aber gerade, ob ich das nicht außerhalb vom Stream mache, dass ich da so hin und her gucke. Also ich glaube, das ist für euch jetzt eines so das Interessanteste, wenn ich hier zigtausend Mal da hin und her fahr zum Geld machen. Was machst denn du hier? Einmal noch.
zu viele Bäume gesägt. Ja, aber was kostet es, einen Baum wegzunieten? War nicht mal klar, dass das überhaupt was kostet. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiter nach hinten. $2 pro Baum. Moin. Also du willst das nochmal anschauen, was dazugehört, ja? Schon irgendwo. Weil wenn das jetzt dein Imperium ist, musst du natürlich solche Sachen machen, ne? Gleise kosten nichts, Bäume schon. Jetzt eher umgekehrt gemacht, die Gleise kosten was. Südli. So, dann laden wir jetzt den mal noch vor. Ah, nicht vor, voll. So. Da habe ich jetzt alles. Ich das ein bisschen runter, damit der andere den noch kriegt. Ich glaube, das sollte schon so passen. Nö, mach das so nicht. Na gut. Einmal noch hier. Aber jetzt soll es eigentlich gut sein. Aber es ist jetzt cool, wenn wir zwei Zugverbände hätten. Ich meine, der eine lädt hier auf, der andere fährt gerade runter. Und dann wieder auf dem Nebengleis hier ankommt, fährt dann der los. Ah, das wäre schon cool. Ach, warte mal, was mache ich denn da? Der lädt ja gar nicht auf. So viel von... oder? Ne, lädt nicht auf. Von verträumt weggucken. Ah, Mann. So. Jetzt aber. Bitte. Danke. Ja, ein bisschen monoton, nicht so spannend gerade. Dafür ist die Musik gut. Hm. Ich glaube, das mit der Ölproduktion schaue ich mal an. Das, glaube ich, wird das nächste Projekt sein. Weil so eine Bergstrecke auf eine Bergstrecke will ich jetzt nicht direkt bauen. Darf mal gerne ein bisschen was Einfaches sein. Aber einfach ist relativ bei dem Spiel. Ich glaube $10 sind es. 10, 20, 30, 40, 50, 60 pro Wagen. Theoretisch.
Oh, hi Nico. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben übrigens die Bergstrecke fertig, Nico. war ein ziemliches Abenteuer. So, wir sind voll. Gut. Wir schauen mal aus mit dem Feuer. Müssen wir nachlegen. Ansonsten könnte sich noch ausgehen mit dem Wasser. Komm, geh zu da. So, Retour. Jetzt bloß nichts verlieren hier. Wie kommst du auf 300? Also es sind 60 pro Wagen, oder? Ja. Also irgendwas stimmt da mit dem Zug noch nicht, aber so wie die dann abstartet. Oh no. Also, 5 oder 6 mal 10, ja, okay. hab seit heute um 10 an der Strecke zur Eismine gesessen. Naja, von 2 Stunden habe ich gemerkt, dass es eine fertig eingeebnete Strecke gibt. Da müssen nur Bahndamm, Gleise und 4 Brücken gebaut werden. Oh! Oh je. Und welchen Weg gehst du da? Also zur Eismine, das Tal direkt unter der Schmelze oder das ganz rechts? Habe ich hier noch alles dran? Ja. Sehr gut. Okay, direkt runter. Muss ich mal angucken. Sieht noch okay aus hier. Und nichts verloren. Sehr gut. Ein Tal, wo der Fluss ist. Müssen wir gleich mal anschauen. Okay. Mal raus und ausladen.
Tal, wo der Fluss ist. Also, sieht's jetzt da schlecht, aber das wäre direkt runter, das wäre dann das mittlere, ja, gerade nach oben. Also von der Eisenerzmine gesehen, gerade nach oben das Tal. Okay. Nur mal anschauen. Wie war es mit dem Entladen jetzt nochmal? Links und nach unten, ne? Ja, genau. Ich mache das jetzt mal anders. Jo, das geht schneller. Na komm jetzt. Okay. Yay, minus 68. Jetzt schauen wir doch mal gerade wegen die Wagen, Fahrzeuge. Also die haben wir jetzt aktuell. Lumber, Raw and Raw Beam. Portwood. Portwood, ist das das Scheitholz? Der Lumber Raw and Raw Beam. Ja, von denen habe ich schon zwei. Und der kostet 275. Also da will ich dann mindestens vier von dem haben, wenn wir da zur Schmelze rüberdüsen, damit sich das rentiert. Für die erste Fahrt. Meine Kollege heißt Bertha oder auch Lok Nummer 3. Ja, es gibt ja noch die da, aber die sehe ich nicht ein, das zu kaufen. Also nicht wirklich, noch nicht. Ich würde erstmal auf die sparen wollen. Oh, warte mal, die kostet 5000. Schauen wir mal. Die kostet auch 5000. Die kostet 4300. Günstiger. 4,3. 2,9. Okay. Ob wir das Sinn machen? 2,9. Also, das ist schon das. Okay. Ach, fette Lokomotive. Wenn ich mir das jetzt anschaue. Könnte ein Problem mit den Kurven werden. Okay. Ach, man kann den Namen hier anpassen. Ah. Okay. Ah, wow. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich kann das aber bei der jetzt nicht nachträglich ändern, oder? Nee, oder? Nummer 1, die Betsy. So, wir müssen eigentlich wieder retour fahren. So, jetzt mal schauen, ob wir wieder einen Wagen verlieren. Oder ob das jetzt einfach da noch was gefehlt hat bei der ersten Fahrt. Sieht gut aus. Zisch dich wieder weg. Ah, ein bisschen flott unterwegs. Andere Farbe wäre noch cool. Also ich würde die in Rot oder in Schwarz lackieren. Das sind meine zwei Lieblingsfarben. Schwarz wird sich natürlich anbieten für den Dreck, ne?
ja, ist eigentlich nur schön, dass man da fürs Geld arbeiten muss, weil dann hast du viel gearbeitet und nicht dahin gecheatet. Dann siehst du es halt ganz anders. Vor allem ist es ein tolles Gefühl, die Strecken dann zu befahren, die ja viel Arbeit waren für einen. Aber die Tools sollten sich echt mal ein bisschen verbessern. Das ist noch viel zu sehr ein Pain in the Ass. So, da kann ich jetzt wieder rollen lassen. Ich bremse jetzt mal nicht. Schauen, ob sie es aushalten. Ah, scheint so. Habe ich ja gar nicht so schlecht gebaut hier. Ich mache jetzt nach einem anderen Prinzip, ich fahre gleich ganz nach hinten durch und ziehe dann nach hinten weg. Beziehungsweise nach vorne, je nachdem wie man jetzt steht. So, also dass die ersten zwei parallel sind. Du kommst. Ja, der macht es ja wieder auf der Höhe da, ne? Ja, Wasser nachfüllen. Das sollte ich auf alle Fälle machen. Und Holz. So, mal schauen, ob du das jetzt noch erwischt. Und du jetzt den da blätst. Das funktioniert. Nee. Gerade der kleine Stick weiter nach vorne. So, währenddessen. Doch, geht zu. Ah, wieder die ganzen 10. Holz brauchen wir dann auch. So, jetzt war das. Komm, geht zu da. Du Kollege und du. Wieder den da hinten. Södele. Ich würde jetzt aber sagen, ich tue den jetzt noch fertig aufladen und dann ist aber für den Stream erstmal Schluss für heute. Ich werde dann noch Geld verdienen, werde mir dann noch die anderen Wagen holen und im nächsten Stream, eventuell morgen Abend, fahren wir dann mit dem Scheitholz mal rüber. So mein Plan. Erstmal. War ja jetzt doch knapp 4 Stunden. Aber hat Spaß gemacht. Und immerhin, die Bergstrecke ist fertig. Aber es gibt noch viel zu tun. Jetzt soll ich erstmal Geld verdienen, damit wir halbwegs einen anständigen Fuhrpark haben. Und dann schauen wir weiter, was wir da noch machen. So, du musst erstmal weiter
Händchen. Reicht's dir jetzt? Ja, wunderbar. Und dann die hinten, die zwei noch. Ich gebe jetzt gerade ein bisschen den Gesprächsstoff aus beim Beladen. Bei Spawn wieder besser. Da kann man schön fluchen dabei. Ah ja. Ah, Nico. Ich weiß, ich glaube, das hast du verpasst. Aber wir hatten die Brücke des Todes. Da war ja irgendwie das Gleis schief. Oder es ist ein bisschen die Vermutung, dass es schief war. Und da hat es uns bei der Todesbrücke jedes Mal wieder rausgehauen. Morgen die Strecke zur Eisenmine. Ja, mal gucken. Wobei, ich wollte eigentlich das Ölzeugs zuerst machen. Ich schaue mir das Tal außerhalb des Streams mal an. Aber es wird zumindest Sinn machen. Also gerade für die Schmelze dann. Damit man dann da den Stahl rauskriegen, dieses Eisen. Ist schon... Nein, das reicht noch nicht. Eisen brauche ich für Öl. Okay. Also ich hätte jetzt gedacht, Öl fällt zur Raffinerie halt, ne? So mein Gedanke. So, einmal laden. Du erwischst den jetzt vermutlich wieder nicht, oder? Doch, hab ich Glück. Rohre für die Ölquelle. Ja okay. Ja, okay, das macht dann Sinn. So. Haben sie eigentlich schon eine Roadmap für das Spiel veröffentlicht? Also grundsätzlich von der Kommunikation sehe ich ja von den Entwicklern nicht so viel. Auf dem Discord soll ja echt viel abgehen, aber da kommt man halt nicht rein. Aktuell zumindest. So, dann sind wir jetzt voll beladen. Einmal speichern. Also, liebe Leute, hat mich gefreut. Wir waren jetzt doch wieder 4 Stunden, haben wieder viel erreicht. Ich werde mal offscreen ein bisschen Geld sammeln und eben Fuhrpark vorbereiten. Und nächsten Stream werden wir dann hoffentlich mit dem ersten Güterzug über unsere Bergstrecke fahren. Mal gucken, wie das so wird. Da sollte man dann noch irgendwie einen Zwischenstopp einbauen, optional, und dann mal schauen, wie es weitergeht. So, der Plan erstmal. Hab mich gefreut. Ich wünsche euch einen ganz tollen Sonntagabend und ja, eventuell bis morgen Abend. Bis denn dann.